So, schauen wir uns an, was ein Pegel ist, am Beispiel des Schalldruckpegels. Zunächst muss man wissen, dass der Schalldruck eine Feldgröße ist, im Gegensatz zu den Energiegrößen Schallleistung zum Beispiel. Der Pegel wird gebildet, indem ich den physikalisch gemessenen Schalldruck P dividiere durch einen Bezugswert oder Vergleichswert P0, was in der Regel oder nach Norm die Hörschwelle darstellt. Anschließend wird dieser Quotient logarithmisiert und mit 20 multipliziert, um den Schalldruckpegel LP zu erhalten. Die Einheit des Pegels ist hierbei immer Dezibel. Das heißt, der Schalldruckpegel in der Einheit Dezibel wird entsprechend der Formel 20 mal Logarithmus aus P zu P0 berechnet.